Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von Resident Evil Village. Wir haben bei der letzten Folge einiges erlebt, denn unter anderem haben wir ja einen Schatz versucht zu bergen. Dort gab es sehr viele Gegner, die mussten wir ausschalten. Da hätten wir nämlich eigentlich eine ganz bestimmte Waffe bekommen, nämlich die M1851 Wolfsbane. Und dort mussten wir auch einen Lykaner oder Werwolf abmurksen, ja, das war gar nicht mal so easy peasy. Und danach haben wir sogar noch was ganz anderes gemacht, denn ich habe noch mich mit dem einen Kannibalen angelegt, der dort gelebt hat. Und holy moly, war der gruselig. Ihr solltet auf jeden Fall reingucken, es lohnt sich. Und wir machen jetzt weiter mit der Geschichte. Also viel Spaß. So, warte mal. Was haben wir denn jetzt überhaupt für Auswahl? Ich habe Rohrbomben, die sind ganz, ganz wichtig. Und ich habe auch Granaten. Jetzt fragt sich bloß, mit was soll ich denn besser anfangen? Die Granaten könnte ich mir eigentlich auch aufheben. So, aber die Rohrbomben, die könnte ich eigentlich so nehmen. Weil jetzt wird's lustig. Das muss ihr Nest sein. Ja, sieht so aus. Wow. Ich habe keine Minen, ne? Ey. Hallo. Mann, ich habe mich gerade eben erst geheilt. Du Kackspast. Ja, kann ich irgendwas machen? Ich habe nur noch zweimal Heilung, ne? Das ist echt für den Arsch. Ich habe zwei Minen. Das kommt immer noch wesentlich. Also es kommen viel zu viele Gegner, steht fest. Ich weiß nicht, ob noch mehr kommen, ob das hier endlos weitergeht. Aber wenn es ein Nest ist, ist es sowieso. Oh. Nimm noch mal die scheiß Chemikalie auf. Alter! Oh, was soll denn das? So ein kleines Armloch. Als ob die das extra so machen, ne? Ich hoffe, das wartet jetzt hier erstmal. Weil ich brauche nämlich Munition. Und jetzt sollte ich mir die Munition erstmal aufheben. Wir haben 114 Schuss mit der Pistole, was ganz, ganz gut ist. Mir war so, als gäbe es hier noch eine Truhe. Kann ich die bergen? Es kommen irgendwie immer mehr, ne? Okay, warte mal, was haben wir denn jetzt? Ich habe ein einziges Mal eine Mine. Die rüsten wir jetzt mal kurz aus. Also ihr seht schon, ne? Okay, ich geh jetzt hier rüber. Und jetzt muss ich die Treppe, glaube ich, hoch, ne? Ah ja, die kommen hier natürlich hoch, ist klar.
Ich drehe gleich am Rad, Mann. Die und ihre Scheiße. Also ganz ehrlich, was mir richtig auf den Sack geht, ist, ja, dass hier gerade endlose Wellen kommen. Es kommen immer noch mehr. Willst du mich rollen? Na los, Großer. Ja, jetzt kommt der mich auch noch, ey. Und ich hab jetzt nur noch einmal das Ding. Okay, das... Oh, ich muss nachladen, na klar. War ja wieder klar. Ey. Oh, ich... Nee. Alter Falter, ey. Ich meine, es ist nicht schwer, es ist nur ein bisschen doof eingebaut, ne? Wenn er versteht, was ich meine. Eigentlich fehlt hier doch noch was. Oder nicht? Wie gesagt, ich habe auch noch nicht das eine Ding gefunden. Finde ich hier überhaupt noch die Kiste? Schatz der Festungen, habe ich verpasst. Okay. Ich weiß auch gar nicht, ob wir da überhaupt nochmal zurückkommen. Wenn nicht, wäre es jetzt echt traurig. Okay. Ich will nicht wissen, wie viele hier noch von denen rumlaufen, ne? Oh, eine alte Ritterrüstung. Ich weiß gar nicht, ob es hier überhaupt noch Informationen gibt. Doch, ich glaube, hier unten gab es irgendwo noch was. Ja, guckt euch mal dieses alte Gebäude an. Das muss schon verdammt alt sein. Pistolenmuni. Also wir haben jetzt so viel Pistolenmunition. Die kann ich jetzt erstmal verballern, ne? Das kann ja noch spaßig werden. Guckt euch das an. Das ist tatsächlich ihr Nest. Gehen wir mal weiter. Und wir haben sie trotzdem noch nicht alle abgeschlachtet, ne? Obwohl wir schon einen Haufen von denen erledigt haben, was irgendwie witzig ist. Aber okay. Was haben wir denn hier? Die Order des Königs hat uns endlich erreicht. Rückzug. Es ist äußerst ärgerlich, dass wir den Ketzern die Festung an der Grenze überlassen müssen. Wenn nur etwas mehr Zeit wäre, könnte ich das Blatt sicher zu unseren Gunsten wenden. Nein, das ist bloß vornehmes Getue. In Wahrheit ist es meine Neugier, die mich an diesen Ort hält. In der Gegend gibt es ein paar Ruinen, die laut den Bewohnern schon sehr alt sind. Der Zeremonienplatz mit vier übermächtigen Statuen. Die Höhle mit Wandmalereien und einen steinernen Sockel, den sie den Kelch des Giganten nennen. Wer hat all das erschaffen? Wo kam der oder die Erbauer her und wo sind sie hin? Es wurmt mich, dass wir diesen Ort ohne dieses Wissen hinter uns lassen müssen. Das heißt also, es muss schon verdammt alt sein. Ich sollte jetzt auch mal kurz abspeichern. Nur mal für den Fall, denn, ja. Sicher ist sicher. Ist hier noch mal irgendwas Munitionsmäßiges? Nee, ne? Okay. Tja.
ist nicht gut. Du sagst es. Ich find's nur ein bisschen dumm, dass der durch die Wände und so schlagen kann. Ey, wie lange der uns hinterher rennt. Oh oh. Weg, 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 weg. Kann ich mal ein bisschen mit der Munition rumballern hier? Ach, jetzt kommt der noch mit seinen Freunden, ne? Es war so klar. Das war jetzt Glück. Warte mal, kann ich jetzt irgendwas herstellen? Heilung geht nicht. Okay, warte mal. Ich habe ja 3 von denen. Von den Rohrbomben. Kann ich die jetzt gerade nutzen? Da unten. Echt, das müsste mal ein bisschen aufgeräumter sein. Na. Armloch! Ja, zum Glück kann er sich nicht in der Luft drehen. Ich glaube, wenn ich den besiege, dann sterben entweder die oder die hauen ab. Oh, es kommen noch mehr. Alter, willst du? Ey! Doch endlich, bitte. Kann ich da irgendwie Heilung herstellen? Nee, natürlich wieder nicht. Deswegen glaube ich Kräuter. Stirb doch einfach. Oh, jetzt habe ich daneben geschossen. Verdammte Axt. Ey, ich drehe ja gleich durch, Mann. Jetzt habe ich keine Heilung mehr. Danke. Armloch. Der müsste jetzt langsam mal tot sein. Ey, Alter, das macht doch so keinen Spaß, Mann. Hier.
Ja, na endlich! Also was mich gerade ein bisschen nervt ist, dass der immer noch angreift, dass die hauen ab, wenn der tot ist. Anscheinend nicht. Okay, aber den haben wir schon mal besiegt. Ja, toll. Jetzt habe ich aber keine Heilung mehr, ne? Verdammt. Egal, aber wir haben besiegt. Und es ist erstmal die Hauptsache. Und jetzt sehen wir hier diese komischen Kristalle. Die haben auch so eine Art Wurzelwerk, ne? So wie es gerade aussieht. Und es geht extrem tief nach unten. Anscheinend hat er sich hier aufgehalten. Ey, ich habe endlich ein Kraut. Okay, ein Kraut ist schon mal besser als nichts. Da haben wir das letzte Flakon. Okay, müssen wir sowieso nehmen. Was? Du hast was drauf, Winters. Respekt. Wart's ab, Arschloch. Wenn ich dich finde, dann... Komm runter. Nicht mehr lange und du bist am Ziel. Ich helfe dir. Aber dafür musst du... Muss ich was? Komm erstmal zu mir. Platziere die Flakons auf dem Altar. Den Rest findest du sicher selbst raus. Bis dann, Winters. Verdammt. Okay, also ich habe jetzt einen Haufen Munition verballert. Obwohl die Waffen schon stärker sind, mache ich so gut wie gar keinen Schaden. Ne? Das ist schon... Also, teilweise zumindest. So, da haben wir auch noch einen gewissen Gegenstand. Achso, das ist ja der Schatz unter der Festung. Achso. Na, denn haben wir ja fast alle, ne? Beim Zeremonienplatz muss ich noch vorbeigucken. Ich meine, den habe ich aber schneller besiegt als, glaube ich, beim letzten Mal. War das nicht so? Hallo? Geht doch. Nach hinten kann ich nicht fahren, okay. Ist auf jeden Fall eine Art Kanalisation hier. Weil da geht es hier gerade eh nicht. Aber wie gesagt, man sollte sich immer gut umsehen, denn es gibt auch hier ein Geheimnis. Das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, schon gefunden, gelöst, wie auch immer. Warte mal, kann ich jetzt eigentlich noch irgendwas machen? Okay, ich mache mal davon zwei Stück. Aber wir können noch mal ein Heilungs... Pack bauen. Oh ja. Und Chemikalien haben wir auch nochmal. Also es läuft. Foto eines Geisterfisch. Ach egal. Okay. Also wenn wir jetzt schon Rohrbomben bekommen, dann stimmt hier irgendwas nicht. Was haben wir denn hier? Notizen zum Kadu oder zur Kadu-Implantation. Was steht denn hier?
Mihai M., 21 männlich, Silberschmied, nahm von einer Lungenentzündung. Ergebnisse, geringe Kompatibilität, Kradu konnte nicht wachsen. Transformation des Körpers, Beeinträchtigung der Wahrnehmung, typische Anzeichen eines Lykans, auf die Weide geschickt. Hier haben wir Bernadette B., 21 weiblich, keine Beschäftigung, keine Vorerkrankung, Ergebnis tot. Alcina D., 44 weiblich, Nachkomme des Adelsgeschlecht, nicht aus dem Dorf, vererbte Blutkrankheit, Ergebnisse. Sehr gute Kompatibilität, kein Wahrnehmungsverlust, kann ihren Körper nach Belieben verändern, Maßnahmen zur Wahrnehmungskontrolle implementiert und zur Beobachtung entsandt. Okay, so, warte mal, ich weiß ja schon, was passiert. Hier, nochmal eine Raubbombe. Ja moin. Hat sich verlaufen? Ja, nochmal ein Kraut. Nice, so wollte ich das haben. Genau, das wollte ich mich jetzt erledigen. Und das ist auch ganz gut so, dass wir das gemacht haben. Weil da haben wir nochmal einige Informationen bekommen, die jetzt nicht unbedingt hundertprozentig wichtig sind, aber es ist besser, sie zu haben, als nicht, ne? So. Und sieh mal einer an, wo wir jetzt sind. Wir sollen mit dem Werten Heisenberg reden, aber ich glaube, das sollten wir noch nicht machen. Ich wollte eigentlich zum Schloss zurückkehren. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Ich habe es ja schon einmal versucht. Es gibt hier eigentlich noch einen anderen Eingang, glaube ich, zu dem Bereich. Glaube ich zumindest. Problem wird nur sein... Da ohne Probleme. Obwohl, warte mal, wir könnten eigentlich den Weg nehmen, aber da kommen wir eigentlich, glaube ich, gar nicht zurück. Das heißt also, ich hätte das damals schon lösen müssen, das Rätsel. Ich meine, ich kann es ja trotzdem mal probieren, so auf Spaß. Weil wir müssen ja eh Richtung Duke. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt sowieso automatisch ausgelöst wird gleich. Oder nicht. Ich bin hocherfreut, dich lebend wiederzusehen. Ah, ich auch nicht. Stets zu Diensten. Heute habe ich etwas ganz Besonderes. Das ist schön. So, großer Kristall haben wir. Denn das... Habe ich jetzt irgendwas verpasst oder so? Okay. Das sollte reichen. Ich nicht gerade noch einen Teller bekommen? Den kann ich... what? Okay, der gehörte mal zu irgendwas. Der bringt 25.000. Aber ich brauche jetzt gerade eigentlich weder noch Fleisch noch irgendwas. Dass du mir sowas überhaupt anbietest. So, Werkstatt. Was können wir denn jetzt noch machen? So eine einfache Modifikation ist sofort erledigt. So, Magazingröße brauchen wir nicht. Nachladegeschwindigkeit ist nochmal wichtig. So. Magazingröße brauchen wir da auch nicht. So, was hat er denn jetzt neu? Also Heilung wäre eigentlich wichtig. Achso, und ihr seht gerade, wir könnten hier noch einige Waffen kaufen. Die Dragon oder halt das Ding hier. Die WCX. Die habe ich mir freigeschaltet, weil ich mir ein paar Sachen jetzt mal erledigt habe.
Und die kosten auch gar nicht so viel Geld. Also würde sich das sogar rein theoretisch lohnen. Aber sonst kann ich gar nichts machen, ne? Schrotflinten und Munition und so weiter sieht nicht gut aus. Ich hole mir mal 12 oder 15 Schuss. Eine interessante Wahl. Die Sicherstellung von Waren bis nächstes Mal. So, genau. Ich wollte eigentlich was gucken, aber ich musste eigentlich erst zum Duke, nicht zum Duke, ich meine hier hinten lang. Da müssen wir eh lang, fällt mir gerade ein. Weil hier gibt's noch was. Was wir noch nicht gemacht haben. Und ich glaube, man kann hier dann auch noch mit dem Boot fahren. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Glaube ich. Das heißt also, das machen wir jetzt auch noch. Bevor wir dann zu Heisenberg aufbrechen, ist, wie gesagt, besser so. Dann kriegt man nochmal ein bisschen Kohle. Kann ich da durchfahren? Achso, warte mal. Ich wollte jetzt mal was gucken. Also. Wo geht's denn überhaupt da lang? Da habe ich keinen Plan. Da geht's zur Hängebrücke. Auch da war ich noch nicht. Wollt mir mal gucken, was hier so ist, bevor ich denn ausmache. Aha. Gut, dass ich jetzt hier nochmal hingegangen bin. Weil das sieht aus, als wäre das ein Bereich, den man eigentlich so gar nicht betreten kann, oder? Aber hier wären Fische. Oh, guck mal. Und da ist einer, der... Das ist dieser komische goldene Fisch. Feinster Fisch, genau. Nehmen wir mal mit. Und jetzt gehe ich nochmal hier hinten gucken. Oh, eine Höhle. Na, was ist denn hier? Das wird mir gar nicht angezeigt, ne? Oho. Was ist das denn für ein Bereich? Alter, hier gibt's Zeug en masse. Antike... Das sind... What? Das ist doch Chris, sein Arbeitsgerät, oder? Hier steht DNA-Sequenzierung abgeschlossen. 99,95%ige Übereinstimmung mit dem Delvey-Mutamizid. Die Abweichung ist mutmaßlich Resultat künstlicher Veränderungen durch den Menschen, was bedeutet, dass sich hier vermutlich die Quelle befindet. Weitere Untersuchungen notwendig, wie die Connections den Pilz finden und extrahieren konnten. Die Pilzkolonie erstreckt sich unter dem gesamten Dorf. Im Fall Baker hat sich gezeigt, dass die Wirte des Mutamycids Teil eines Bewusstseinsnetzwerks sind. Wenn dieses Netzwerk hier angebunden ist, können wir dann davon ausgehen, dass dem Organismus hier die Rolle eines Datenspeichers zukommt. Und wenn das der Fall ist, auf welche Daten hat Miranda es abgesehen? Also ich weiß es ja schon, wie gesagt, ihre Tochter ist ja gestorben und darauf hat sie es abgesehen. Und anscheinend würde es hier wahrscheinlich zu diesen Myziden gehen. Ist nicht dein fucking Ernst jetzt. Okay, warte mal. Okay, warte. Da ist gerade jemand wütend, kann das sein? Hinter mir war keiner. War das der Myzid?
der sich jetzt gerade gewehrt hat. Und ich will jetzt noch den anderen Bereich betreten. Siehst du, das ist genau das, was ich meinte. Hier gibt es so viele Geheimnisse. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt schon jemand hier versucht hat, alles herauszubekommen. Kann auch sein, dass das schon bekannt ist und ich jetzt hier nichts Neues herausgefunden habe. Aber das ist ja auch egal. Ich weiß nicht, ob ich hier schon mal war. Ich habe keinen Plan. Jetzt fahren wir noch mal einmal ganz zum Ende. Und dann muss ich beim Duke denn ausmachen. Aber auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass man hier geforscht hat, was das nun mit dem Myziten auf sich hat, ne? Kann ich hier überhaupt durchfahren? Oder sterbe ich dann? Nö, ich kann durchfahren. Nice. Da gibt es ja noch die ein oder andere Hängebrücke. Kann ja auch sein, dass wir da irgendwo hochkommen. Ja, oder hier gibt es so ein... Warte mal. Kommen wir doch noch mal zum Schloss. Was ist das denn hier? Alter, es gibt so viele Geheimnisse, von denen ich keine Ahnung hatte. Das wurde bestimmt alles schon herausgefunden. Komme ich jetzt dadurch nämlich wieder zurück zum Schloss, weil ich wollte, wie gesagt, das eine Rätsel lösen. Ich meine, ob ich das jetzt in der Folge schaffe, weiß ich nicht, aber das werden wir sehen. Weil die alte Frau hat uns ja, glaube ich, sogar gar nicht mehr durchgelassen. Vielleicht schalten wir jetzt hier einen anderen Weg frei. Gut, dass ich hier zurückgegangen bin. Wirklich gut. Vielleicht kommt aber hier auch wieder ein geheimer neuer Boss. Das wäre echt krank. What? Oh, das ist ein Rätsel. Hä? Okay. Okay, da komme ich jetzt gerade nicht durch. Ah, fuck! Fuck, habe ich mich gerade erschrocken. Scheiße. Geld ohne Ende. Ah, warte mal. Das kann ich aber nicht. Wie soll ich denn das jetzt hier anzünden? Warum kommen hier jetzt immer neue? Kann ich das irgendwie wieder ausmachen? Wie soll ich denn das jetzt hier machen? Kann ich das Ding schieben? Warte mal. Ich hätte noch eine andere Idee. Ich weiß nicht, ob das brennt, wenn ich das jetzt irgendwie anzünde. Obwohl, ich kann es gar nicht anzünden, ne? Ich habe ja keinen Molotow-Cocktail. Oder aber... Vielleicht geht es. Natürlich nicht. Ja, wie soll denn das gehen? Ach, die
wie muss ich da... Oh, okay, jetzt habe ich's. Ich muss den hier rüberbringen. Dass der das anzündet. Ja, komm. Ja. So geht das. Goldene Lady Dimitrescu. Alter, geil. Das war jetzt mal mega fett. Das war wirklich mega fett. Also das hat wieder mal mega viel Spaß gemacht. Und ich muss gar nicht zum Duke zurückkehren, weil ich kann auch hier... bei das Haus da drüben speichern und ausmachen. Und ich glaube, wir treffen uns erst bei der nächsten Folge dann wieder bei der Brücke. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob wir nochmal komplett zurückgehen können. Ich würde es jetzt mal gerne ausprobieren. Habe ich hier schon das Ding geholt? Nee, ne? Das können wir jetzt machen. What? What? Geht's da zum Schloss? Hallo? Oder ich werde hier gleich verspeist und bin tot. Oh nee, mir wird unheimlich gerade. What the f... Von der anderen Seite verschlossen? Okay, das ist es nicht. Geht auch nicht. Wait. Wo geht's denn hier hin? Eine Rohrbombe. Ey, was ist denn jetzt hier schon wieder los? Und hier muss ich durch, ne? Okay, warte mal, ich muss hier jetzt erstmal den Weg freimachen. Das sind so ganz viele interessante Sachen. Ich glaube, das müssen wir beim nächsten Mal machen. Nee, da geht schon mal nicht lang. Okay. Ja, aber wie soll ich denn da hochkommen? Vielleicht hier? Ich habe jetzt eine Rohrbombe gekriegt für... Oh. Oh. Also das Ding nach oben. Nee. Aha. Jetzt komme ich aber hier trotzdem nicht hoch. Oder ich... Nein. Okay, das ist es nicht. Ah. Da muss ich das Ding nämlich gleich runterschubsen. Ja, Leute, wie gesagt, ich werde, glaube ich, bei der nächsten Folge dann weitermachen. Ist interessant bis jetzt. Ah, das hat was. Oh, 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 yeah. Explosivgeschoss. Großer Taubenblutrubin.
Okay. Oh nein. Alter, ich hab's geschafft. Okay, Leute. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt hier gleich ausmachen. Das war wieder mal richtig geil. Und das ist nämlich, was ich meine. Das sind so Sachen, die finde ich sowas von toll. Schade, dass ich das nicht schon vorher gewusst habe. Aber ist umso besser, weil so haben wir was, wir uns dann halt gemeinsam nochmal anschauen können. Und ja, hat mich gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Vielleicht sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis denn und tschüss.